DL Radio for you. Das Radio lebt und das bei uns auf verschiedenen Kanälen. Wir haben Baden-Württemberg in drei Radiogebiete eingeteilt und Sie empfangen das Radio auch über Ihr Smartphone. Rund 30 Millionen Menschen deutschlandweit hören jeden Morgen Radio und damit zählte der Referent Martin List das Medium Radio zu einem Premium-Werbefeld. Neben dem großen Bereich Werbung ging es beim Radio Day auch um die Zukunft des deutschen Radios. Einer aktuellen Radiostudie der Leipziger FGM-Forschungsgruppe zufolge hören immer mehr Menschen über ihr Handy Radio. Der einfache Empfang über das Handy sei allerdings keine Konkurrenz zu den gewohnten UKW-Radiosendern. Da viele Sender ebenfalls online ihr Programm ausstrahlen, nutzten viele Menschen diese Möglichkeit, um auch nach dem Frühstück und dem Weg zur Arbeit im Auto ihren Lieblingssender weiter einzuschalten. Vor allem junge Erwachsene nutzten dieses Angebot. Der Radio Day fand bereits zum 17. Mal statt. Patrick Pröbsting, Nachrichtenredaktion, Köln. Wir haben 2011. Sie haben uns. EL Radio for you. Ausschnitte aus unseren Sendungen vom Wochenende. Aus rechtlichen Gründen haben wir die Musiktitel ausgeblendet. IR Sport Expertenforum. Bei Internet Radio for you. Diese Woche im Expertenforum. Ein Bekannter, den hatten wir schon mal dort, Ralf Konzelmann, Zollern Alpkurier. Ralf, schönen guten Tag, wie geht es euch? Ja, hallo Maike, guten Tag. Alles in Ordnung hier, bestes Wetter, tolle Stimmung. Ein schöner Spätsommer. Jetzt haben wir aber Fußball das ganze Wochenende wieder richtig voll geplant. Das fängt so am Freitagabend schon so richtig an, auch in der Oberliga Baden-Württemberg. FC Astoria Waldorf gegen den Offenburger FV. Hat sich Waldorf wieder einigermaßen gefestigt? Glaubst du, dass sie da was erreichen können? Ja, da gilt natürlich die alte Leier der Papierform nach, auf jeden Fall. Jetzt, überraschend für mich haben die auch am Wochenende nicht voll gepunktet in diesem Keller-Derby beim SV Bonland 1:1 gespielt, aber irgendwann muss da schon der Knoten platzen und das wird natürlich gegen Offenburg ganz, ganz wichtig sein für die Astoria dort zu gewinnen. Offenburg ist ja so eine richtige Fahrstuhlmannschaft, rauf und runter in der Oberliga. Ja, irgendwo leider Gottes, das sah ja ganz zu Beginn der Saison danach aus, als ob man das mal vielleicht nicht gleich von Anfang an hinten einrutschen würde. Mittlerweile liest sich die Tabelle wieder etwas anders. Nichtsdestotrotz ist diesem Verein natürlich zu wünschen, auch dieser ganzen Region dort, dass endlich mal Oberliga-Fußball auf Dauer geboten werden kann, außer Kieler FV, den man natürlich sehr schätzt, aber trotzdem Links und Offenburg, dieser Makel haftet diesen Verein eben doch schon an. Wir sprechen mit dem Interimstrainer der FC Astoria Waldorf nach Roy Orbison, Pretty Woman. Thomas Erlein, Interimstrainer der FC Astoria Waldorf. Herr Erlein, im letzten Spiel ein 1:1 und nun ein absolutes Abstiegsduell gegen den Offenburger FV. Also wir sind uns natürlich der Schwere der Aufgabe bewusst. Es wird ein reines Abstiegsduell werden. Wir wissen auch, dass wir dieses Spiel unbedingt gewinnen müssen, um den Abstand an das untere Mittelfeld auf jeden Fall nicht zu verlieren. Von daher sind wir uns der Schwere der Aufgabe bewusst und werden alles daran setzen, auch dieses Spiel am Freitagabend. Sie sind an der Seite von Roland Dickieser über 6 Jahre in Waldorf. Wie erklären Sie sich diesen Leistungsabfall? Ja, wenn wir das natürlich wüssten, dann würden wir das schnellstmöglich natürlich abstellen. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Es ist also über die Jahre hin auch so gewesen, dass wir immer wieder junge Leute von unteren Klassen eingebaut haben, dass die natürlich eine gewisse Zeit brauchen, bis sie sich in die Mannschaft integriert haben und bis sie das
sagen wir, das Oberliganiveau auch erreicht haben. Dass das eine gewisse Zeit dauert, das weiß man natürlich. Dass es im Endeffekt so schlecht läuft für uns diese Runde, das haben wir natürlich nicht erhofft. Ja, wir müssen jetzt im Endeffekt die richtigen Mittel finden, um die Situation ja, einfach zu lösen und einfach auch wieder ein paar Plätze nach vorne zu kommen. Auf jeden Fall wird in Walldorf Ruhe bewahrt, um eben da unten rauszukommen. Ja, das wird auf jeden Fall so sein. Wie gesagt, ich bin auch überzeugt davon, dass der Kader die Qualität hat, um da unten rauszukommen. Natürlich ist das nicht zufriedenstellend für den FC Astoria Walldorf, im unteren Tabellendrittel der Oberliga mitzuspielen. Wir wollen da ein Stück weiter nach vorne. Wie gesagt, wir können es nicht ändern im Moment. Wir müssen alle zusammen aus der Situation wieder rauskommen. Und von daher wird auch in Walldorf mit Sicherheit da die Ruhe und die Zeit da sein, um das Ganze wieder positiv zu gestalten. Oberliga Baden-Württemberg, der 10. Spieltag, Heimsieg für Astoria Walldorf. FC Astoria Walldorf gegen Offenburger FV 2:1, Halbzeitstand 0:0. Die Torfolge: 1:0 Michael Kettenmann, 62. Minute, 2:0 Marcel Gruber, 79. Minute, 2:1 Fabian Herrmann, 90. Minute. 280 Zuschauer sahen die Begegnung. FC Astoria Walldorf gegen Offenburger FV 2:1. IR Sport Expertenforum mit Ralf Konzelmann, Zollern Alpkurier. Die SG Sonnenhof Groß Asbach, die musste am Wochenende nachlegen, hat dann erst Sonntag gespielt. Ich sag mal, dadurch hat man natürlich auch so ein bisschen Druck gehabt, weil Hoffenheim dann zwischenzeitlich die Tabellenführung übernommen hat. Spielt beim Aufsteiger FC Bayern Alzenau. Ja, die machen sich ja recht gut, beide Mannschaften übrigens, aber die Gastgeber haben, denke ich, gerade im Gegensatz zu Vereinen wie Pfullendorf den Vorteil, dass man eben Aufsteiger ist, dass man weiß, dass man jeden Spieltag alles geben muss, um zu bestehen und sicher auch das Ziel, nicht auf einem Platz zu landen, der eventuell sonst den Abstieg bedeutet hätte. Groß Asbach natürlich in dieser Saison ganz klar die Überraschungstruppe mit dem neuen Stadion. Das wird einigen Schub gegeben haben, aber eben auch auswärts. Man ist ja noch ungeschlagen. Das dürfte so ausgehen, dass das vielleicht eine Überraschung möglich ist und Groß Asbach hier das erste Mal federn lässt. Bevor wir mit der nächsten Musik starten, haben wir Alexander Zorniger, Trainer der SG Sonnenhof Groß Asbach. Zunächst hat sich in der personellen Situation nichts geändert. Das heißt, der Dennis Grab wird weiter ausfallen. Genauso wird David Kienast und auch noch der Marius Jurczyk als Langzeitverletzter. Also am Kader wird sich nicht so arg viel ändern und der hat ja jetzt in den letzten Wochen gezeigt, dass er doch eine gewisse Qualität hat und dementsprechend selbstbewusst gehen wir nach Altenau, allerdings auch mit dem Wissen, dass Altenau vor allem zu Hause sehr kompakt steht, sehr schnell nach vorne spielt und ja, da wollen wir natürlich auswärts nicht unbedingt in Kontertore laufen. Wir haben jetzt Freitagmorgen 10 Uhr. Wie ist der weitere Ablauf des Tages? Wann fahrt ihr los? Ja, wir fahren kurz nach 2 weg. Werden dann dazwischen eine Pause machen, was essen. So wie üblich. Also wir fahren eigentlich zu allen Spielen erst am Spieltag. Wir reisen nicht vorher schon an, egal wie weit es ist. Sind dann, denke ich, ganz gut vorbereitet. Die Trainingswoche lief normal. Wir haben uns normal auf das Spiel vorbereitet, haben unser eigenes Spiel nochmal aufbereitet von Freiburg, ja, und gehen jetzt in die neue Aufgabe. Regionalliga Süd, der 10. Spieltag. Niederlage für den Tabellenführer. FC Bayern Alzenau gegen Sonnenhof Groß Asbach 2:1. Halbzeitstand 0:0. Die Torfolge: 1:0 Sebastian Popp, 53. Minute. 2:0 Jochen Seitz, 62. Minute. 2:1 Simon Skalatites, 91. Minute. Markus Roth, Trainer Bayern Alzenau. Dass wir den Tabellenführer schlagen konnten. Die Jungs haben eine sehr disziplinierte Leistung abgeliefert. Sonnenhof Groß Asbach im Prinzip permanent das Leben schwer gemacht. Sie hatten den ersten Torschuss in der 70. Minute,
haben, wie gesagt, sehr, sehr diszipliniert gespielt und verdient gewonnen. Ja, sehr, sehr guter Tag für uns und ja, gerade nach der Niederlage jetzt in Mannheim war das eine wichtige Situation für uns, dass es wieder positiv weitergeht. 300 Zuschauer sahen die Begegnung FC Bayern Alzenau gegen Sonnenhof Groß-Asbach 2:1. Die besten Hits for you. ER Radio for you. IR Sport Expertenforum mit Ralf Konzelmann, Zollern Alpkurier. So, dann gehen wir mal in die Regionalliga. Da geht es ja am Freitag mit richtig interessanten Spielen los. Ihr habt in der Vorbereitung selbst schon gegen den SC Pfullendorf gespielt. Der SC Pfullendorf im Moment gnadenlos Tabellenletzter. Hat die Mannschaft von Christian Georgievic am Freitagabend in Kassel überhaupt eine Chance? Ja, man sollte meinen, nein, ja. Wobei ich glaube, speziell zu Hause ist Kassel immer ganz gut gelegen, dem Pfullendorfern. Aber in Kassel wird das sicher verdammt schwer, zumal Pfullendorf irgendwas abzugehen scheint. Der Trainer selbst sagt ja, man verfüge nicht über ausreichend genug Qualität. Wenn das so ein Trainer sagt, sind das ja meistens einer der letzten Sätze. Ich weiß es nicht, an was es wirklich fehlt. Letztlich hat man vielleicht auch kein richtiges Ziel vor Augen, nachdem es so aussieht, dass in dieser Saison ja niemand absteigt, zumindest nicht aus sportlichem Grund. Glaubst du, dass das da auch so ein bisschen an der Vereinsführung liegen kann, die ja im Moment, so wie es aussieht, ziemlich führungslos ist? Ne? Da ist ja der erste Vorsitzende und so weiter im Manager und dergleichen nicht besetzt, was früher ja sehr gut war. Klar, die Fußstapfen eines Hans-Hermann Krane, aber nicht nur von ihm. Also es waren ja da die drei Führungsleute, da ist, glaube ich, der letzte ist 1976 oder so dazugekommen. Also da war weit über 100 Jahre ehrenamtliches Engagement, das man sicher jetzt nicht einfach so von heute auf morgen kompensieren kann. Und da war sicher sehr vieles in der Vergangenheit dabei, das richtig gemacht wurde und die neuen Leute sich da jetzt auch erstmal ein bisschen einfinden müssen. Regionalliga Süd, der 10. Spieltag, knapper Heimerfolg für Kassel. Hessen-Kassel gegen SC Pfullendorf 1:0. Halbzeitstand 1:0. Die Torfolge 1:0 Kana Metin, 33. Minute. 1800 Zuschauer sahen die Begegnung. Hessen-Kassel gegen SC Pfullendorf 1:0. ER Radio for you. Sport Expertenforum mit Ralf Konzelmann, Zollern Alpkurier. Es wäre natürlich dann wieder die Chance für 1899 Hoffenheim, die meines Erachtens momentan so die Mannschaft der Stunde sind, vor allen Dingen Tore am Fließband erzielen. Für die Stuttgarter Kickers sicherlich schon eine richtungsweisende Partie am Samstag. Ja, ganz klar. Also Hoffenheim macht sehr selten unter 5. Und Kickers hat zum ersten Mal verloren vor kurzem, nachdem man ja, weiß ich, 25 Spiele hintereinander saisonübergreifend ungeschlagen geblieben war. Das für die Kickers sicher wegweisender als für die Hoffenheimer. Die Hoffenheimer haben sicher die Möglichkeiten, auch bei 2-3 Niederlagen dann das Ruder wieder rumzureißen. Aber die Kickers geraten immer schnell dann auch intern und gewaltig unter Druck, wenn was nicht läuft. Also klares Ziel, der Aufstieg in die dritte Liga. Und da darf Stuttgart nicht leer ausgehen, sonst rumort. Haben die Kickers aufgrund ihrer Verletzungsprobleme in Hoffenheim überhaupt eine Chance? Mit Sicherheit. Man sieht ja, dass so ein Verein wie die Stuttgarter Kickers, letztlich ja ein Profiverein, nicht über 20 oder 25 Spieler, sondern über 50 Akteure verfügen. Wenn man guckt, wer da allein in der zweiten Mannschaft in der Oberliga spielt, muss es natürlich gelingen, eine schlagkräftige Truppe aufzubieten. Genau das zeigt ja auch Hoffenheim, dass man aus diesem Fundus mit gezieltem Training, gezielter Aufbauarbeit
immer in der Lage sein muss zu punkten in jedem Spiel. Regionalliga Süd, der 10. Spieltag, Dirk Schuster löst Versprechen ein. Und die Stuttgarter Kickers fliegen Richtung Hoffenheim. Wir sprachen am Freitagmorgen noch einmal mit Dirk Schuster, der die Torfabrik der Liga stoppen möchte. Das ist völlig korrekt. Wir wollen auf der einen Seite den Angriffswirbel oder die offensive Klasse, die die Hoffenheimer haben, zum Stehen bringen. Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch selber mutig nach vorne spielen, um dieses Spiel auch zu gewinnen. Meinungen vor der Partie 1899 Hoffenheim gegen die Stuttgarter Kickers aus unserem Expertenforum. Ralf Konzelmann, Zollern, Alpkurier. Haben die Kickers aufgrund ihrer Verletzungsprobleme in Hoffenheim überhaupt eine Chance? Mit Sicherheit. Man sieht ja, dass so ein Verein wie die Stuttgarter Kickers, letztlich ja ein Profiverein, nicht über 20 oder 25 Spieler, sondern über 50 Akteure verfügen. Wenn man guckt, wer da allein in der zweiten Mannschaft in der Oberliga spielt, muss es natürlich gelingen, eine schlagkräftige Truppe aufzubieten. Genau das zeigt ja auch Hoffenheim, dass man aus diesem Fundus mit gezieltem Training, gezielter Aufbauarbeit immer in der Lage sein muss zu punkten in jedem Spiel. Unsere Sendung Liga, Land und Leute, die Konferenz am Freitagabend. Frank Faut, Stuttgarter Kickers, nach 78 Minuten aus Hoffenheim. Ja, 6 Minuten sind noch zu spielen in diesem Hauptstadion. Es steht 1-0 zum ersten für die Stuttgarter Kickers. Seit der 77. Spielminute, als Sandro Abruzcia die Führung für die Gäste erzielte. Ball kommt nach rechts. Abruzcia vernascht noch einen Gegenspieler, sucht sich die Lücke mit dem linken Fuß und wischt den Ball unhaltbar oben links ins Tor zum Führungstreffer. Es war die erste Szene, links wie rechts, die erste klare Tormöglichkeit für beide Mannschaften. Jetzt suchen die Hoffenheimer natürlich den Weg zum Ausgleich, aber die Kickers-Defensive steht bislang noch ganz stabil. 1200 Zuschauer sahen die Begegnung 1899 Hoffenheim 2 gegen Stuttgarter Kickers 0-1. Radio for you. Der Trainer Dirk Schuster nach dem Spiel. Erstmal, dass wir eine hervorragende kämpferische Leistung abgeliefert haben. Im Spiel gegen den Ball oder in der Arbeit zur Defensive hat die ganze Mannschaft voll überzeugt, und zwar auch von Anfang an klar, dass wir in Hoffenheim nicht allzu viele Chancen bekommen, sondern lediglich vielleicht mal durch Standardsituationen, durch gut vorgetragene Konter die eine oder andere Möglichkeit bekommen. Und so ist es dann auch gekommen. Wir haben die Hoffenheimer Offensive, die sehr viel Potenzial hat, die über eine hohe Qualität verfügt, fast zum Stillstand gebracht. Und dementsprechend konnten wir dann auch speziell in der zweiten Halbzeit den einen oder anderen Nadelstich setzen, wo dann auch in der 80. Minute einer zum Erfolg geführt hat. Der Sieg ist natürlich nicht gegen irgendjemand, sondern gegen eine Mannschaft, die es in den letzten Spielen nicht unter 5 Toren gemacht hat. Und das ist natürlich ganz, ganz besonders wertvoll, vor allen Dingen für die Defensive. Das ist richtig. Die Hoffenheimer Mannschaft hat in den letzten 6 Spielen 31 Tore geschossen. Das war klar, dass wir vor allen Dingen großes Hauptaugenmerk drauf legen müssen, die Räume eng zu machen, ganz kompakt zu stehen und die Hoffenheimer Stürmer oder Offensivspieler nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Das ist uns heute hervorragend gelungen. Das hat die Mannschaft richtig gut umgesetzt und hat sich dann auch mit großem Willen diesen Erfolg verdient. 1899 Hoffenheim 2, Stuttgarter Kickers 0-1. Muss nur noch kurz die Welt retten. Sport-Expertenforum mit Ralf Konzelmann, Zollern Alpkurier. Der SV Waldhof Mannheim ist in die Regionalliga aufgestiegen, eine Riesen-Euphorie. Und da muss man jetzt zum FSV Frankfurt, der sich im Verhältnis zum letzten Jahr in der Regionalliga doch einigermaßen gefestigt hat. Ja, die hatten schon ein paar gute Ergebnisse, Waldhof natürlich auch. Die Mannheimer hatten
scheinbar einen kurzen Durchhänger. Jetzt sind sie wieder voll dabei nach dem Wochenende 4-0 gegen Alzenau. Denke ich dann auch, dass die in Frankfurt, zumal sie ja wahrscheinlich dort wieder fast Heimspielatmosphäre haben werden, sich durchsetzen können. Ralf, soweit erstmal die Spiele aus unserer Region, die da für uns wichtig sind. Und ihr, wie gesagt, am Wochenende in Mannheim mit Musik aus Mannheim, die Söhne Mannheims, Freiheit. Regionalliga Süd, der 10. Spieltag, klarer Auswärtssieg für Waldhof Mannheim. FSV Frankfurt 2 gegen SV Waldhof Mannheim 1-4, Halbzeit 0-1. Die Torfolge 0-1, Valozim Datay in der 36. Spielminute per Foulelfmeter. 0-2, Abu Dai Rabiou in der 52. Minute. 0-3, Martin Wagner, 56. Minute. 0-4, Daniel Reule, 73. Spielminute. 1-4, Mario Müller in der 77. Spielminute. 862 Zuschauer sahen die Begegnung FSV Frankfurt 2 gegen SV Waldhof Mannheim 1-4. Waldhofstrainer Rainer Hollig. Auch in der Höhe, wie das Spiel gelaufen ist, war es absolut verdient. Es hätte da noch um 2-3 Tore höher ausfallen können. Wir hätten in der ersten Halbzeit schon mit 3-4 Tore in Front liegen können. Aber haben sehr fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen. IR Sport Expertenforum mit Ralf Konzelmann, Zollern Alpkurier. Der SSV Reutlingen, immer ein Auf und Ab, in diesem Jahr schon sehr, sehr gebeutelt, hat nochmal nachgelegt, muss nach Nöttingen. Die haben nachgelegt, ja, mit diesem Angelo Vaccaro, der sich auch bei anderen Vereinen vorgestellt hat und dort nicht finanzierbar war. Es zieht sich so ein bisschen durch die ganze Liga, dass jeder sagt, das sei Klamm. Und letztlich spielen aber doch dann Spieler, die für manche finanzierbarer sind als für andere. Auf jeden Fall ist beim SSV natürlich aufgrund nicht nur dieser Verpflichtung, sondern ich glaube, die haben da jetzt schon in dieser Runde allein 32 Spieler eingesetzt. Ein ungeheurer Erfolgsdruck da. Offiziell will man nicht absteigen, aber intern wird da sicher ganz anders geredet. Diese Woche soll es, glaube ich, auch ein Gespräch gegeben haben zwischen Trainer und Vereinsführung. Die werden da in Nöttingen sicher nicht verlieren wollen dürfen. Wir sprachen mit dem Reutlinger Trainer Lothar Mattner. Herr Mattner, hat sich Angelo Vaccaro gut eingelebt? Ja, der Angelo trainiert ja schon seit ein paar Monaten bei uns mit, sporadisch immer mal wieder. Und ist für uns eine Riesenbereicherung, also sowohl im Training als eben jetzt auch im Spiel. Und das hat er ja dann gegen Kiel schon gezeigt. Es war zu hören, dass er bei mehreren Oberligisten und auch in der Regionalliga eben angeboten war, aber für die meisten nicht finanzierbar war. Wie hat der SSV Reutlingen das gestemmt? Also bei Oberligisten glaube ich nicht, dass er angeboten Herrn Kutschak, der VfR Mannheim seit langer Zeit in der letzten Woche beim SSV Ulm die erste Niederlage. Wie hat die Mannschaft das Ganze bis heute verkraftet? Ja, wir haben die Sache nochmal gesprochen. Tatsächlich hat er natürlich ganz andere Vorstellungen, als wir Reutlingen bieten kann. Die Jungs. Glücklicherweise wohnt er hier auch Reutlingen. Auch darauf rumhacken, ja. Also das war halt mal ein Erlebnis, den wir auch mit dem auch nicht mal bekannt machen müssten. Das hat halt am letzten Wochenende passiert. Aber nicht nur trotz denke ich, dass wir in der Truppe auch wissen, dass wir diese Fehler abstellen müssen. Dass wir uns immer hat sich letztendlich dazu bereit erklärt, genau für die Konditionen oder für die Konditionen zu spielen, unter denen alle anderen auch spielen. Auch wissen, in der Hoffnung, dass er dann in ein paar Monaten oder vielleicht trotzdem, auch in einem Jahr auch meine Jungs können sich mal so ein Spiel erlauben. Bereichen, auch meine Jungs können mal verlieren und es ist kein Beinbruch in der Spielweise weiter. Ralf Konzelmann, der FC Bayern München wird im Spiel gegen Reutlingen mal wieder verlieren. Das ist ganz klar, logisch. Das nächste Spiel, ein Spitzenspiel gegen die TSG Balingen. Wie schaut es da aus? Gar nichts, dass es dort irgendwo gewesen würde. Die haben halt jetzt mal ein paar Spiele nicht gewonnen. Aber eine sehr gute Mannschaft, die natürlich auch wieder mindestens genauso schwer wird wie in Ulm. Natürlich dahingestellt. Reutlings Trainer Lothar Mattner zum Spiel gegen Nöttingen.
Wie sieht es bei Ihnen im Sieg Kader aus? Der Sieg hat euch sicherlich Auftrieb gegeben. Das nächste Spiel gegen den FC Nöttingen. Wie schaut es dazu aus? Die Spieler da in den Kader reingehen, die jetzt die Langzeitverletzung sind, die sind so bekannt. Die werden sowieso. Da haben wir noch ein paar Trainingseinheiten und da muss man mal gucken, wie wir dann am Wochenende laufen. Ich denke, wir haben Änderungen geben wir. Internet. Radio Feuer. Dein Sender. Top-Spiele, Top-Songs. In denen wir keine Gegentore bekommen haben. Auch die Freundschaftsspiele unter der Woche, die wir gemacht haben, wo auch TSG Berlingen 2:0, Halbzeit 1:0. Die Torfolge 1:0, Christian Mühlbauer, 27. Spielminute. 2:0, Giuseppe Borghello in der 84. Minute. 500 Zuschauer sahen die Begegnung VfR Mannheim gegen TSG Berlingen 2:0. IR Sport Expertenforum mit Ralf Konzelmann, Zollern Alpkurier. Der SSV Ulm hat sehr, sehr überrascht mit dem Sieg gegen den VfR Mannheim, muss nun zum Balinger SC. Ja, das ist ja auch so eine kuriose Sache. Die Balinger hat das erste Spiel 11:0 und dann ewig lang nicht gewonnen. Die Ulmer zum ersten Mal verloren in Villingen vor 14 Tagen. Die würden vorne irgendwo mitmischen wollen und könnten sicher in Balingen. Oberliga Baden-Württemberg, der 10. Spieltag. FC Nöttingen gegen den SSV Reutlingen 2:0, Halbzeit 1:0. Beide Tore erzielte Messi Telle in der 146. Ausblick auf das nächste Spiel gegen den Balinger Zuschauer sahen die Begegnung. FC Nöttingen einiges los gewesen und jetzt eine Woche haben sie vor Trainingsarbeit alles aufbearbeiten. Mit Ralf und dann geht es gegen den Balinger SC. Der FC Villingen hatte es in der letzten Woche sehr, sehr schwer und spielt jetzt gegen Spielberg. Die Villinger haben die Wunden, die ja immer da sind. Aus diesen intensiven Spielen gibt es auch immer Blessuren und Verletzungen. Und da muss man schauen, dass man die wieder in den Griff bekommt und die Leute wieder frisch kriegt. Ja, da gibt es viel zu tun während der ganzen Woche. Und wir wissen aber auch schon, dass wir die längste Auswärtsfahrt vor uns haben zum Balinger SC. Herr Braun, an den Kaiserstuhl und ja, da gibt es in der Vergangenheit einige Mannschaften, die da Probleme hatten mit diesen langen Anreisen. Wie schaut es bei euch aus? Dann hinterher die normale Leistung abzurufen, das wird eine schwierige Hausaufgabe für uns. Der Ballinger SC hat ein 1:1 erreicht in Neckar-Elz, was ja auch nicht gerade sehr einfach ist. Da gibt es dann einiges zu erwarten. Also außer Schorle wird es wahrscheinlich noch ziemlich schwieriges Fußballspiel werden. Wie schaut es bei euch im Kader aus? Es ist so, dass diese Ballinger Mannschaft immer wieder herausragende Ergebnisse erzielt. Ich erinnere an das sensationelle 11:0 zum Saisonauftakt gegen auch eine Top-Mannschaft in der Thyssen. Danach gab es ein bisschen durchwachsene Ergebnisse, aber jetzt sind sie wieder anscheinend voll auf ihrem höchsten Leistungsvermögen. Oberliga Baden-Württemberg, der 10. Spieltag, FC Villingen gegen SV Spielberg, 1:0, Halbzeit 0:0. Das Tor erzielte Maso Masoruglu in der 83. Spielminute. 500 Zuschauer sahen die Begegnung. FC Villingen gegen SV Spielberg, sie haben eine ganz neue Mannschaft. Sie wussten am Anfang wirklich, wo stehe ich jetzt mit der Mannschaft? Also nach den dann das absolute Topspiel in der Oberliga Baden-Württemberg. Ja, ich wusste von Anfang an, dass wir froh sein mussten, gegen den Tabellendritten VfR Mannheim TSG Berlin. Ihre Zeit braucht, ja. Und die ist auch noch übermaßen jung. Und da muss man automatisch eben auch mit Schwankungen rechnen. Die haben wir teilweise in den Spielen noch. Und der ganze Herbst, das habe ich aber schon seit Wochen so vorhergesagt, wird notwendig sein, um aus dieser Anzahl von sicherlich sehr talentierten Spielern eine eingespielte Truppe zu formen. Ja, das wird uns noch ein Weilchen begleiten. Und nach meinen Berechnungen wird es erst in der Frühjahrsserie so weit sein können, dass wir einigermaßen kompakt stehende Truppe haben werden. Anhänger vom SV Waldhof sehen lässt und dann nicht unbedingt für die Hausherren-Sympathien. Oberliga Baden-Württemberg, der 10. Spieltag. Balinger SC gegen SSV Ulm 1846, 0:1, Halbzeit 0:0. Das goldene Tor erzielte Hermann Dieter Barker, 77. Spielminute. 520 Zuschauer sahen die Begegnung Balinger SC, SSV Ulm 0:1.
IR-Sport-Expertenforum mit Ralf Konzelmann, Zollern Alpkurier. Die Spielvereinigung Neckar Elz, zurzeit Tabellenzweiter, hat in den letzten beiden Spielen da so ein bisschen geschwächelt. In Gemünd an sich normalerweise eine klare Sache. Laut Tabelle ja, laut aktueller Form vielleicht sogar auch. Die Gmünder sind ja schon ein bisschen überraschend schwach gestartet, nachdem man recht gute Truppe beisammen hat, auch wenige Spieler verloren hat, mit Dieter Merkel einen guten Trainer dazu bekam. Normalerweise müsste Gmünd sicher irgendwo besser stehen, aber Neckar Elz ist natürlich von sehr vielen als der Titelanwärter Nummer 1 gehandelt worden und wird sich dieser Rolle ja ganz schön gerecht bisher. Man nimmt die Favoritenrolle an und wird wahrscheinlich in Gmünd schon auch darauf hoffen, 3 Punkte einzufahren. Peter Hogen, Trainer Spielvereinigung Neckar Elz. Ja gut, jetzt haben wir 2 Spiele nicht gewonnen und dahingehend unsere Tabellenposition da behaupten wollen, sind wir schon gefordert, in Gmünd zumindest einen Punkt zu holen, aber Ziel wird natürlich im Vorfeld sein, dort zu gewinnen. Wobei die Gmünder natürlich jetzt am Wochenende jetzt nach langen oder schwierigen Wochen mal wieder ein Erfolgserlebnis hatten und es mit Sicherheit nicht leicht werden wird. Aber unser Anspruch muss schon sein, dort zumindest ein Unentschieden zu holen. Aber das Ziel, wie gesagt, sind 3 Punkte. Wie schaut es bei euch im Kader aus? Also wir haben letzte Woche ja einige Probleme gehabt mit dem Hugo Beiersal, der beruflich verhindert war, mit dem Christian Haas, der uns nicht zur Verfügung stand. Und jetzt muss ich mal sehen, der Hugo wird auf jeden Fall wieder dabei sein. Und ob der Christian einsatzfähig ist, das entscheidet sich dann in der Trainingswoche, also morgen oder am Freitag. Oberliga Baden-Württemberg, der 10. Spieltag, Remis für Neckar Elz. 1. FC Normannia Gmünd gegen die Spielvereinigung Neckar Elz, 1:1, Halbzeit 1:1. Die Torfolge, das 1:0 Christian Gmünder in der 17. Spielminute. 1:1 der Ausgleich Christian Schäfer, 18. Spielminute. 438 Zuschauer sahen die Begegnung 1. FC Normannia Gmünd, Spielvereinigung Neckar Elz, 1:1. Das Radio von morgen. Der Radio D in Köln. IR Radio for You und IR Sportradio präsentieren heute schon das Radio von morgen. Überall das Internet und Ihr Internetradio empfangen. Ein großes Thema wird vor allem das Zusammenspiel der neuen Medien mit dem Radio sein. Immer mehr Menschen haben unterwegs Zugriff auf das Internet, können über Zusatzprogramme Apps Radio hören und finden zusätzliche Nachrichten via Internet auf ihrem Handy. Auf dem Radio Day sprechen die verantwortlichen Radioplaner über ihren Platz in dieser neuen Welt. Unter anderem geht es um die Frage, wie zum Beispiel soziale Netzwerke wie Facebook in das Radioprogramm integriert werden können. Außerdem werden erste Ergebnisse eines Pilotprojektes vorgestellt. Dabei geht es um die Zukunft des Radios während der Autofahrt. Über moderne Mittelkonsolen mit Internetverbindung sollen Sie unterwegs im Auto künftig aktuelle Zusatzinformationen erhalten können, passend zum Radioprogramm. Der Radio Day findet zum 17. Mal statt. Die Veranstalter rechnen mit rund 3000 Fachbesuchern. Patrick Pröbsting, Nachrichtenredaktion, Köln. Firmen- und Vereinsradios interaktiv mitgestalten. Rhein-Neckar Radio. Nicht nur Fußballvereine, alle Vereine und Organisationen können aktiv am Radio mitwirken. Es geht um Ihren Verein, Ihre Region, Ihr Engagement. Internet. Radio for you. Fragen dazu? Einfach eine Mail schicken an redaktion@irsport.de. Erstens Radioseite in der Vereinsseite verlinken. Zweitens Berichterstatter aktivieren. Über unsere Telefonhotline können Meldungen, Vorberichte, Berichte, News gesprochen werden, die dann im Radio gesendet werden. Und wie funktioniert das Ganze?
Anrufen unter 0931 306 3x die 9, die 1 und die 6 und die Infomail anfordern. Dann die Hotline-Nummer wählen. Hallo und herzlich willkommen. Internet Radio. News- und Berichtmodul. Nennen Sie Ihren Namen, Verein oder Organisation. Sprechen Sie Ihre News oder Ihren Bericht nach dem Signalton. Dankeschön. Am besten den Bericht, die News, aufschreiben, damit es besser funktioniert. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, Korrektur sagen und neu wählen. Wir bringen euch ins Radio. Wir bringen euch ins Ohr. Rhein-Neckar Radio. Abus, BKS, Bosch, Fein, Festol, Proxon, Makita, Metabo und vieles mehr. Werkzeug für den Mann. Entenmann Werkzeugshop. Auch für uns ist was dabei. Einfach online bestellen. www.entenmann-werkzeug-shop.de oder direkt in Heidelberg, Bahnhofstraße 41.